Hallo, mein Lieben. Heute will ich mal ein bisschen was über Pflanzen erzählen, weil ich habe auch so in meinem Studium mit Pflanzen zu tun. Und es geht jetzt heute um die Kamille. Also jetzt viele Blumen sind eigentlich mehr im Frühling, aber die Kamille, die kann man auch hier im Herbst blühen sehen. Ist hier so zwischen den Feldern, so ein bisschen weiß, wie ihr seht. Und es ist ja heute an sich ein schöner Herbsttag. Bisschen Hochnebel, aber sehr, sehr angenehm. Und wie ihr seht, ihr kriegt bestimmt auch schon mal zu Hause von der Mama Kamillentee. Und so sieht die Blume aus. Ich mach mal ein bisschen, komme mal ein bisschen näher ran. Ähnlich wie das berühmte Gänseblümchen, also so weiße Blütenblätter in der Mitte gelb, aber ein bisschen größer. Und hier seht ihr auch noch andere Blümchen, die kommen dann jetzt im Frühling wieder. Das ist Klee, sind Sauerklee. Der blüht dann im Frühling. Der blüht ganz gelb. Und den kann man auch, ja, Tee ist vielleicht nicht so gut, aber man kann ihn in den Salat machen. Ist gut für den Bauch. Hier, das war ursprünglich in Rübenfeld. Ihr seht hier. Das sind hier so, glaube ich, Zuckerrüben. Es sind noch die Reste davon. Das meiste ist abgeerntet und schon umgepflügt. Deswegen sieht man hier nur ganz am Feldrand so ein paar, wo der Flug nicht hingekommen ist. Aber ihr könnt sehen schon, was da kommt fürs nächste Jahr. Das ist schon die Blüten, jetzt schon im Spätherbst. Sieht man noch schon die Blätter. Dann legt sich manchmal Schnee drauf, aber die bleiben und dann im Frühling wachsen sie weiter und blühen und alles. Hier seht ihr auch so eine rosa Pflanze. Ihr könnt das so sehen. Hier. Was ist denn hier? Die fängt jetzt erstaunlicherweise an zu blühen. Eigentlich gar nicht die Jahreszeit, aber es ist so milder Herbst. Hier ist noch eine. Da sind die Knospen dran. Und ja, viele so kleine Blüten, die schon wieder rauskommen auf dem abgeernteten Feld, wachsen dann ein bisschen größer, bis dann im März der Bauer dann nochmal umpflügt, um dann seine Saat rauszusehen. Da würden die leider verschwinden. Aber die Samen sind immer noch da und dann nächsten Herbst kommt das wieder. Und dann könnt ihr auch mit der Mama mal diese Kamilleblüten sammeln und macht ihr leckeren Tee. Ist viel besser als das, was aus dem Geschäft ist. Das aus dem Geschäft ist nur getrocknet mit irgendwelchen Mitteln zusammengesetzt. Aber hier könnt ihr selber pflücken, hier die Kamille und dann trocknen. Und wenn ihr die getrocknet habt, dann könnt ihr Tee machen. Ist ganz lecker. Jetzt will ich euch noch ein bisschen schönes Stimmungsbild geben, hier so wie das hier aussieht. Bei uns im Herbst mit Hochnebel in der Nähe von unserem Dorf. Hier seht ihr, das ist, weiß ich nicht, ob das Hopfen ist. Hier glaube ich nicht. Wird hier nicht angebaut, aber auch so eine Rankpflanze. Und ihr seht hier, wie schön, wie bunt der Wald jetzt ist. Richtig schöner Herbst. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald.